Beim Absturz eines türkischen Frachtflugzeuges in Kirgisistan sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Die Maschine stürzte beim Landeanflug auf den Flughafen der Hauptstadt Bischkek über dicht besiedeltem Gebiet ab. Zum Unglückszeitpunkt herrschte dichter Nebel. Nach Angaben der Behörden ist der Absturz auf einen Fehler des Piloten zurückzuführen.